بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، geehrte Geschwister, das heutige Bittgebet, was wir lernen möchten, ist das Bittgebet für jemanden, der ein neues Kleidungsstück trägt. Bedeutet, du als Person siehst, dass jemand ein neues Kleidungsstück trägt, dann ist es für dich eine Sunna, folgendes Bittgebet zu sprechen. Wir wiederholen das dreimal und erwähnen dann die Erklärung. Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Nochmal. Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Und ein drittes Mal zum Nachsprechen. Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Sinngemäß bedeutet das, mögest du es abtragen und möge Allah ta'ala es dir ersetzen. Was bedeuten diese Wörter, mögest du es abtragen? Das bedeutet, dass dies ein Bittgebet für denjenigen ist, der es anzieht, dass er es so lange anzieht, bis es dann abgenutzt ist, bis es abgetragen ist. Und nicht nur das, im Bittgebet heißt es dann weiter, und möge Allah es dir dann ersetzen. Das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala nach dem Schwinden dieses Kleidungsstückes es dir ersetzt. Und was ist aber hier die Weisheit dahinter oder beziehungsweise gemeint? Und zwar ist das sehr interessant, ein Bittgebet für diese Person für ein langes Leben. Weil solange Allah subhanahu wa ta'ala es ihm ersetzt, gehört es ja zur Versorgung und eine Person oder ein Geschöpf wird nicht eher das Diesseits verlassen, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihm seine vorherbestimmte Versorgung gibt. Und dadurch machst du Dua für diese Person, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm indirekt ein langes Leben geben soll. Was ist auch der Nutzen, wenn die Muslime untereinander dieses Bittgebet füreinander sprechen? Und zwar die Verbreitung der Liebe zwischen den Muslimen. Stell dir vor, dass jemand dieses Dua für dich ausspricht, so freust du dich in deinem Herzen und deine Liebe zu dieser Person steigt, so verbreitet es was, die Liebe und die Stärke in der Gemeinschaft unter den Geschwistern. Und der Muslim, der schlaue Muslim vor allem, ist derjenige, der mit seiner Tat das Angesicht Allahs Azza wa Jal anstrebt und die Gewohnheit in einer Anbetung überträgt. Weil wie ihr seht, begleiten uns diese Bittgebete oder die Religion allgemein in unserem alltäglichen Situationen, wie das Essen und wie das Trinken, das Anziehen von Kleider, das Anziehen von neuen Kleidungen und so weiter und so fort, wenn wir auf Toilette gehen und wenn wir rausgehen. Und das alles, da gehört es zu Schlauheit und zu Intelligenz und zu Klugheit des Muslims, wenn er dieses schafft, in allen diesen Situationen seine Religion zu praktizieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben und von uns annehmen und uns in der Anbetung ihm gegenüber zu seinem Angesicht stärken und festigen. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.